Hey, hey, ja, willkommen bei einer neuen Folge von Fallout. Samstag, ja, es ist Samstag und es geht voll los. Oh, ja, leider scheint die Sonne draußen, weshalb das Spielen etwas trübt. Aber ich bin motiviert, denn ich will unbedingt dieses Spiel hier weiterspielen. wo geht's denn weiter? Ah ja, genau, ich erinnere mich. Wir waren auf dem Weg zu den scheiß Raidern da unten. Denn die ärgern unseren kleinen Siedler hier oben. Den da. Bei Ten Penis. genau. Da gehen wir jetzt hin zu den Raidern und, ja. Ach ja, der Hund hatte ja was gefunden. Stimmt. Zeig mal her. Er hat hier einen Erste-Hilfe-Kasten gefunden. Ja, das hast du ja fein gemacht. Hier hast du fein gemacht. So, warte, egal. Tricks. Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Oh, er kann Männchen machen. Ist ja super. Nicht du bist gerade gemeint, Kleiner. Da kommt natürlich mein realer Hund zu mir und will auch gleich hier Männchen machen und so ein Zeug. Jojo, ist schon klar. Was kann er denn noch? Wie geht's dir, Kumpel? Mal gucken. Hey, Junge, hol das Bällchen. Was für mich finden? Ach so, Gegenstände, Behälter. Na, böse Jungs in der Nähe, Kumpel? Aha, okay. Schauen wir mal. Hund hat nichts gefunden. Okay, ist ja lustig. Da müssen wir noch ein bisschen dann mal nach und nach mal damit umgehen. Denn ich glaube, dass der Hund mehr auf den Kasten hat, als wir vermuten. Oh, wenn hier nichts drin ist. Schachtel Zigaretten. Aha. Esotronik. Aktivieren. Hm. Was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Okay. So, die Raider wohnen in dieser Richtung. Da ist eine kleine Siedlung. Lasst uns doch mal hier reingucken. Also Siedlung ist übertrieben. Ein kleines Häuschen. Was ist mit dir? Oh, du siehst... Ups, klauen wollte ich nicht. Ich wollte mit dir reden. Suchst du nach Camps? Nee. Verkaufst du Camps? Habe ich doch schon gesagt, oder nicht? Ich brauche gerade keine Camps. Danke. Ist alles cool. Camps. Auf jeden Fall gibt es ein bisschen was zu looten. Aber sonst nix. Drogen brauchen wir jetzt keine. Vielleicht ja irgendwann mal. Wenn's Leben zu hart wird. Oh! Hey! Kleiner, hier ist eine Hundehütte, schau mal. Wäre das nicht was für dich? Richtige Größe hätt's. Okay, sprinten wir mal ein bisschen, damit wir mal hier langsam mal endlich in diese Richtung kommen. Im Übrigen könnten wir mal was gegen unsere Strahlung tun. Zeitlupe, Schadensresistenz, Strahlung widerstehen, Strahlung entfernen. Huch, das war ein bisschen viel. Naja. So. Jetzt geht's uns wieder super. Sieht's mit der Munition aus? Naja. Könnte besser sein. Karte, wir sind fast da. Hey, Position halten. Da unten sollen die sein. Schauen wir mal. Im Moment sehe ich noch nicht viele feindliche Aktivitäten. Ist eine relativ große Stadt. Hatte scheinbar sogar eine Autobahnanbindung. Da ist auch eine riesige Fabrik. Uiuiui. Hündchen.
Gehen wir da hin. Noch sehe ich keine Gegner. Los, in Position. Schauen wir mal kurz nochmal auf die Karte. Tilted die Radiant Conveyor Fertigungsanlage. Kommt von alleine mit, sehr gut. Ich vermute mal ja, dass die da drin sind. Aber zu wie vielen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da unsere Ausrüstung dafür reicht. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Viel ist hier ja nicht. Hier ist ein kleines Gebäude, hier können wir mal reingehen. Vorkriegsgeld kann man immer gebrauchen. Hier ist ein Kronkorken, sehr schön. Ich habe immer ein bisschen Angst um unseren kleinen Wauwau. So, können wir hier hoch? Ne, schaffen wir nicht. Eine erhöhte Position wäre nicht schlecht, um hier das alles mal ein bisschen zu überblicken. Es gibt einen Keller. Ups, da wohnt jemand scheinbar. Zumindest hat der Keller einen bedeutenden Namen. Nehmen hier jetzt mal die Karotte mit. Da liegt einer. Der da liegt war wahrscheinlich der Ladenbesitzer. Was auch immer der hier unten gemacht hat, das sieht so ein bisschen nach einem Drogenlabor aus. Zumindest könnte das so sein. Weiß auch nicht. Naja, gut. Obwohl das ja, glaube ich, ein Restaurant war, dann passt ja die große Küche da unten. Aber mehr gibt's hier jetzt auch irgendwie nicht. Oh, Cola. Mich würde ja mal interessieren, wie lang Cola haltbar ist. Da draußen liegt einer. So richtige Cola in der, im Glas, glaube ich, ist ja eigentlich wirklich fast ewig haltbar. Ich kann mir kaum vorstellen, dass so viel Zucker schlecht werden kann. Oh, hier haben wir eine Rüstungswerkbank. Ich wollte gerade sagen, da steht einer so apathisch, ist aber nur eine Puppe. Ich habe einen Moment überlegt, ob das so ein Psycho ist und ich den gleich abknallen sollte oder ob ich ihn mal versuche anzuquatschen. Aber es hat sich erledigt. Oh, scheiße. Wow. Wo kommen die denn alle her? Scheiße. Waffe wechseln. Die haben gerade unseren Hund ziemlich verkloppt. Sehr schön.
Ich komme. Ich helfe dir. Ich hoffe, dass uns keiner gehört hat. So, geht's wieder? Ich glaube, es geht wieder. So. Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Wir haben jetzt hier für die 7 Ghule ganz schön Munition verbraucht. Toll. Aber vielleicht haben sie ja irgendwas Besonderes beschützt. Wenn man das so nennen kann. Hier ist eine Waffenwerkbank. Kann ich eigentlich Munition herstellen? Ich glaube irgendwie nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist eigentlich ziemlich schade. Dass man keine Munition herstellen kann. Hm. Da muss man immer Munition kaufen, das kann ja nicht sein. Also ich glaube, im vorigen Teil konnte man Munition herstellen, da muss es doch hier irgendwie auch gehen. Wo ist unser Hund? Ich bin gerade dabei, am runterzufallen. Jetzt. Ah, Gott sei Dank. Also wirklich. Ach, der Hund wird schon kommen, hoffe ich. Hier können wir auf jeden Fall sehr weit nach oben gehen. Was haben wir denn da? Ich glaube, da ist irgend so eine Robotermaschine oder so. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da so leicht dran vorbeikommen werden. Da ist unser Wauwau. Da steht auch einer. Vielleicht sind die auch friedlich, ich weiß es nicht. Können natürlich einfach mal hingehen. Oder es bleiben lassen. So wie der da steht, sieht das eigentlich friedlich aus. So ein Fernglas wäre nicht schlecht, aber das ist scheinbar ein Wunschdenken. Was passiert hier jetzt? Da oben steht einer mit einer Bazooka, der auf den Ghoul da scheinbar schießt. Ich frag mich, ob die lieb sind oder ob die böse sind. Keine Ahnung. Die haben ja, sehen so ein bisschen aus, als wenn sie eine Raider-Waffe an hätten. Ich kann nicht damit. Nee. Ich mag mich mit denen ehrlich gesagt nicht anlegen. Hund hat was gefunden. Oh, das hast du fein gemacht, du Kleiner. Eine Waffe und Munition. Sehr schön. Kann ich gebrauchen. Boah. Krass, da draußen ist wirklich gerade was los.
Da die so eine krasse Waffe haben, kann ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen, dass zu Beginn jemand so eine starke Waffe als Gegner haben kannst. Können wir? Oder irgendwie so? Weiß auch nicht so genau. Was haben wir denn hier? Kuchen. Der sieht ja noch gut aus. Mhm. Oh, funktioniert nicht. Schade. Dabei wollte ich unbedingt den Kuchen haben. Aber trotzdem traue ich dem nicht. Denn wenn wir da wirklich in Schusslinie kommen und auf uns schießen. Da liegt eine Wirbelsäule drin. Sehr schön. Treibstoff. Geil. Nehmen wir mit. Dann sind wir ganz schnell püriert. Hund hat einen Gegner entdeckt. Ah. Scheiße. Nein. Komm, wir gehen hier lang. Ah. Der Hund hat einen sehr großen Beschützerinstinkt. Oh, was haben wir denn hier? Ist das ein Tor? Das ist ein Tor. Hier ist ein Terminal. Das schaffe ich nicht zu hacken. Schade. Können wir nicht hacken? Hm. Aber wir haben ja sonst auch gar keine andere Missionen. Deswegen kann ich mir eigentlich nur da vorstellen. Aber das Gebiet ist definitiv feindlich. Weil angeblich sind da Raider. Und mit Raidern würde ich mich zwar anlegen, aber nicht welche, die mit einer Bazooka da rumrennen. Das ist sehr ungünstig. Hm. Was machen wir da? Ich habe keine Ahnung. Aber mit der wenigen Munition gehe ich da jetzt noch nicht hin. Deshalb gehe ich jetzt erstmal irgendwie hier zurück. In der Hoffnung, wir finden noch was Nützliches. Zum Beispiel irgendwie, um Samen zu finden oder irgendwie sowas. Damit wir ein kleines Feld bauen können. Um das letzte... wie hieß es denn jetzt? Wo haben wir es denn? Hier. Genau, Lebensmittel zu sorgen können. 68%, also eigentlich bräuchte man noch zwei Sachen. Mist. Ja, hier, töte die Raider in Corvega. Ich glaube, dass das eher eine größere Mission ist. Weil Gegner mit Bazooka brauche ich, da brauche ich erst gar nicht versuchen, da irgendwas zu robben. Wer wird geschossen? Vielleicht braucht er Hilfe. Vielleicht ist er auch feindlich. Ich habe wieder mal keine Waffe. So. Alles noch dran. Scheiße. Wieso ist Munition so rar? Mein Schrat, meine Kleidung, meine Waffen. Ja. Muss ich jetzt hier eine Schrottflinte nehmen oder was? Eieiei, Inventar, hier. Haben wir es jetzt bald?
quatschen wir mit der. Ja? Ja? Toll, die hat gar nichts zu erzählen. Terpentin. Aha, okay. Da kommen ja noch mehr. Ich schätze, mein gutes Karma zahlt sich aus. Entschuldigung. Danke für die Hilfe. Ja, geht doch. Danke für die Hilfe. Toll, mehr nicht. Okay, 50 Kronkorken immerhin. Was? Wir sind schon überladen, super. Das auch noch. Was haben wir denn da? Eine kleine Hülle. Oh mein Gott. Saftig! Was haben die denn hier beschützt? Schauen wir mal. Oh, Munition. Sehr schön. Munition kann ich gebrauchen, aber irgendwas muss ich noch loswerden jetzt wieder. Diverses. Schrott. Schrott ist gut. Irgendwie hier so Stahl. Davon gibt es eh genug. Zähne. Plastik. Level. Wenn ich das alles wegwerfe, wie viel ist das dann? Genug, um nach Hause zu kommen. Ja, dann eine Schnellreise nach Hause. Hilft ja nix. Alles etwas gar nicht so einfach. Müssen wir jetzt mal hier zurück. Hä, wieso geht das jetzt nicht? Wollte ich doch zurück. Genau. Transfer. Den gesamten Schrott ablegen. So, dann haben wir das schon mal. Dann gehen wir hier rein. Verwerten. Was haben wir noch? Improvisiertes Gewehr kommt weg. Taktischer Stecherabzug. Aha. Vielleicht kann man da die Mods abmachen und die dann bei dem neuen drauf tun. Müssen wir mal gucken. Okay. Ja, dann kommen wir erstmal zum Ende dieser Folge. Und kommen gleich direkt zur nächsten Folge. Könnt ihr gleich hier im Anschluss gucken. Und bis gleich.